kein Tag wie jeder andere. Die Mönche sind gekommen zum Baisan, der traditionellen Geisterbeschwörung. Gerufen hat sie ein Ungläubiger. Gerd Balke hat es weit gebracht. Vom Maurer zum Manager, aus dem Ruhrgebiet nach Fernost. Heute darf er die Opfergaben segnen, eine hohe Ehre. Seine Leute freuen sich über die Abwechslung vom Arbeitsalltag auf Spanferkel und Bier. Dass sie an die Wirkung der Zeremonie glauben, mögen sie nicht zugeben. Aber wehe, ein Bauherr versäumt es, die Götter um gut Wetter zu bitten. Gerd Balke weiß um die Empfindlichkeiten der Chinesen. Nie würde er sich anmerken lassen, was er von der Sache hält. Und außerdem, schaden kann's ja nicht. Mr. Barke steht in Diensten des britischen Baukonzerns Frankie Kier. Aber für die 200 Ingenieure und Arbeiter hier auf der Baustelle ist er die oberste Instanz. Mit den Engländern kommt er gut klar. Und eines hat er ihnen sowieso voraus. Er spricht Chinesisch. Das nötigt ihnen Respekt ab. That's not our problem again. Und das ist die andere Seite von Hongkong. Die Postkartenfassade, hinter der 6 Millionen Menschen leben. 1997 soll die letzte Kolonie des Empire an China zurückgegeben werden. Es herrscht Endzeitstimmung. Hongkong ist aus sehr ärmlichen Verhältnissen innerhalb kürzester Zeit hat sich hoch katapultiert. Und der Hongkong-Chinese fühlt sich seinen Landsleuten auf dem Festland überlegen, einfach alleine durch seinen Status. Selbst wenn er nur $10 in der Tasche hat, würde er so tun, als ob er stinkreich wäre. Keiner will gewusst Gesicht verlieren gegenüber anderen. Und ist mehr noch als seine Ehre verlieren. Man will sein Gesicht nicht verlieren, was auch nicht. Eine höhere Bedeutung als Geld hat, was in Hongkong wirklich was heißen soll. Ab Lei Chau liegt in Hongkongs Hinterhof sozusagen. Dort unten arbeitet Gerd Balke. What are we going to do with these chambers? We're going to concrete these three. Besprechungen, Telefonate, Konferenzen und immer wieder Entscheidungen. Right, so I suggest, before we do anything else, let's get Ping down here. Make a method statement, talk it through with them before we start the job. Hello? Yeah, he's here. Thank you. Vielleicht gehen wir mal inzwischen nach draußen und schauen uns auf der Baustelle um. Kommt mal mit. So, wieder Sonntag. Wieder rasiert und wieder mal im Hessischen. Deshalb standesgemäß eine Apfelweinschorle. Das Elend warm heute, deshalb wirklich nur im Schatten auszuhalten. Der Film, von dem ich euch gerade den Anfang eingespielt habe, der stammt von 1990. Die Kronkolonie Hongkong gehörte noch zu Großbritannien. Ich meine, das war bis 96 oder 97 der Fall. Ich habe mich damals ja relativ viel in Fernost rumgetrieben, in Hongkong sowieso. Und davon werde ich euch erzählen. Vor allem, ich müsste mich noch erinnern, habe ich aber noch nicht geschafft, wie ich überhaupt auf Gerd Balke gekommen bin. Denn das ist natürlich bei Porträts außerordentlich entscheidend, wen man hat. Nur, so, bevor ich jetzt weitermache, ein Einschub in eigener Sache. Ich will kein Hehl daraus machen, dass es nicht unser erstes Ziel ist, dass ich euch GEZ gebührenfrei mit Informationen und Unterhaltung versorge, sondern wir beim Thekenalarm verfolgen ja ein ganz anderes Ziel. Wir wollen dazu beitragen, wir wollen mithelfen, dass Deutschland wieder auf den rechten Kurs kommt, auf den richtigen, um da gleich ein Missverständnis vorzubeugen. Es geht nicht um rechts oder links, es geht darum, normal, für normallos dieses Land wieder liebenswert zu machen.
Dafür haben wir unsere Veranstaltungen, dafür machen wir Alarm im Netz, wie der Name schon sagt, aber eben auch draußen im Lande. 16 Standorte gibt es, werden immer mehr. Jetzt allerdings, am Freitag dieser Woche, in 5 Tagen, steht ein wirklich wichtiges Ereignis bevor. Unsere Thekenalarmtage in Uftrungen im Südharz. Das ist das Heimatdorf von Olaf. Und da werden wir das Uftrunger Manifest verabschieden. Da werden wir programmatisch werden. Das heißt, wer immer es einrichten kann, ja, genügend Geld hat, genügend Zeit hat, wer immer nicht zu weit weg ist. Also, na okay, ich verstehe ja, wenn einer sich vom Bodensee nicht aufmachen will oder aus Aachen an der Westgrenze oder irgendwie so. Ja, verstehe ich alles. Aber wir haben ganz bewusst die geografische Mitte Deutschlands gewählt. Zum einen, weil es besser erreichbar ist von allen Seiten, zum anderen aber auch, damit uns nicht das Störfeuer aus Großstädten erreicht. Das Antifa-Großstörfeuer. Und also nochmal, wer es kann, wer es ermöglichen kann, kommt dorthin. Denn wenn wir da nur 50 sind, das wäre schon blamabel. 500 wäre deutlich besser, noch sind Plätze frei. Ihr könnt euch anmelden über unsere Website thekenalarm.de. Da gibt es einen Menüpunkt, kommt vorbei. Bitte, mehr kann ich ja nicht tun. Gut, zurück nach Hongkong, zurück zu Balke. Und bevor ich da noch ein bisschen auf die Hintergründe eingehe, schaut euch doch bitte noch mal an, was so auf so einer Baustelle läuft. Das hat also mein Bubenherz mit dem Baggergehen natürlich höher schlagen lassen. Viele, viele Jungs, das werdet ihr täglich beobachten können, bleiben stehen an der Hand ihrer Mutter irgendeiner Baustelle, wenn sich da der Bagger dreht und ähnliches mehr. Auch erwachsenen Männern ging das so. Bitte schaut rein. Was unseren Job hier besonders schwierig macht, ist die Böschung da drüben, die so vor 10 Jahren mal aufgeschüttet wurde, wobei man den Schlamm vom Meeresgrund nicht richtig entfernt hat. Und dadurch ist jetzt so ein Cushion-Effekt entstanden. Und wir haben die Befürchtung, dass durch unsere Vibrationen, die wir erzeugen, durch die Piles, uns die Böschung wegläuft. Wie funktioniert das mit den Pfeilern, die da reingetrieben werden? Ja, die Pfeiler, das sind diese Stahlrohre, die wir da liegen sehen. Die werden mit großen Vibrationshämmern in den Boden gerannt, dann leer gebaggert, so Stück bei Stück in den Boden gerannt, leer gebaggert und mit Stahlbeton aufgefüllt. Und wofür liegen diese Bojen da im Wasser? Ganz heiße Angelegenheit. Die Bojen, die markieren den Kabelkorridor, wo wir stehen, zum Beispiel hier auf dem Cable Landing Point, wie sagt man? Das Ende des Elektrizitätskabels. Ja, genau. Danke. Kann schon kein Deutsch mehr nach 11 Jahren. Das kommt von der Insel Lama da drüben. Das ist ein Kraftwerk auf Lama. Da hängt ganz Hongkong an mit Elektricity dran. Ich habe immer schlaflose Nächte, wenn ich daran denke, was uns passieren kann, wenn wir das Kabel beschädigen. Und zwar, das kann leicht passieren durch einen Anker, der zu weit gezogen wird, oder wenn uns da irgendwas von der Barge fällt. Dann können wir alle unseren Job aufgeben und ich kann nach Südamerika auswandern. Wozu denn überhaupt der ganze Umstand? Was soll hier mal entstehen? Ja, wir machen Raum für ein Housing-Projekt, was Mr. Li Ka-shing, das ist der Rockefeller von Hongkong, der als Investition gekauft hat, noch so Spekulationen, noch ein paar mehr Millionchen machen. Davon bauen wir aber nur die Fundamente. Den Kleinkram lassen wir anderen, wir machen nur die großen Sachen. Als Teil davon, von dem Ganzen, dazu gehört auch der Abbruch des alten Kraftwerkes hier und auch dieser Schornsteine, die wir hier sehen. Ja, sowas würde in Deutschland überhaupt gar nicht genehmigt werden, allein aus Sicherheitsgründen schon. Hier in Hongkong baut man durchweg Gerüste mit Bambusstäben. Und die sind einfach nur so mit Plastikstrips zusammengebunden, kein einziger Nagel drin. Und da klettern die Jungs dann wie die Monkeys da bis oben drauf hin rum und hauen das dann mit der Hand runter. Wenn ich mir so die Höhe ansehe, mich würde man da mit 10 Pferden nicht hochkriegen. Vielleicht gucken wir uns da drüben mal um. Ab Lei Chau grenzt direkt an den East Lama Channel, die vielbefahrene Hafeneinfahrt. Aber Containerschiffe und Supertanker erregen nur noch selten Aufmerksamkeit. Das Geschehen auf der Baustelle ist spannend genug.
Das hier ist meine eigentliche Spezialität. Landgewinnung und Seawall Construction, Unterwasserkonstruktion. Da werden so vorgefertigte Betonblöcke, die wir aus Platzmangel woanders gießen müssen, mit so Derrick-Leitern auf die Baustelle gebracht und dann mit Tauchern in die richtige Position gesetzt. Wo haben Sie das gelernt? In Holland? Nee, in Saudi-Arabien. Das war auch so ein Rumtreiber, der Balke. Weltenbummler ist eigentlich nicht der präzise Begriff, denn bummeln tun diese Menschen nicht, sondern sie schaffen, was sie arbeiten. Und sie kommen damit natürlich deutlich besser in Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung. Dass er nun auch noch Kantonesisch gelernt hatte, kommt hinzu. Er war verheiratet mit einer Chinesin und lebte auch auf einer der Inseln vorgelagert zu Hongkong, hat uns anders als Herr Stolte, von dem ich vorige Woche erzählt habe, von dem ZDF-Intendanten, hat uns auch durchaus Einblick gewährt in sein Privatleben. Wir konnten also zu Hause bei ihm drehen. Er machte Musik, ganz talentierter Gitarrespieler. Das mit den Anklängen, mit den Privaten ist natürlich wichtig. Also ihr müsst euch vorstellen, 45 Minuten Film komprimiert zu zeigen, ist schon nicht ganz einfach. Die Drehzeit, ich erinnere es jetzt nicht mehr so genau, aber ich möchte mal behaupten, nur ungefähr 3 Wochen. Und dann ergibt sich auch immer wieder irgendein neuer Aspekt. Also man fragt den Protagonisten, was liegt morgen an, was haben sie denn zu tun, was machst du denn? Und dann sagt er, ja, ich habe eine Besprechung da und da oder irgendwas anderes. Oder wir machen mal einen Ausflug am Sonntag gemeinsam mit meiner Frau, auch eine feine Sache. Wichtig daran ist überhaupt, dass man eine Form findet. Also ich habe gerade schon erwähnt, der Zugang zum Protagonisten, wir waren ja, befreundet ist natürlich Unsinn. Auch am Ende der Dreharbeiten waren wir noch nicht befreundet. Aber wir waren sehr gut miteinander. Und das ist auch wichtig. Denn ich möchte ja, dass die sich öffnen, dass die auch etwas erzählen, was sie ihren guten Freunden erzählen würden. Und was ich dann an den Fernsehzuschauer transportieren kann. Hongkong ist überhaupt ein ganz, ganz faszinierender Platz. Und wie ich auch schon mehrfach erwähnt habe, aus einer Produktion ergibt sich häufig gleich die nächste. Ich weiß noch, ich meine sogar durch diese Feng Shui-Zeremonie, die wir am Anfang unseres Balke-Filmes hatten, bin ich auf das Thema Feng Shui oder Feng Shui heißt es im Deutschen gekommen und habe mich dafür interessiert. Daraus ist dann wiederum eine andere Produktion entstanden, ein paar Wochen, ein paar Monate später, auch 45 Minuten. Darauf werde ich bei nächster Gelegenheit nochmal zu sprechen kommen. Jetzt schauen wir erst nochmal, wie wir hier mit diesem Film vorankommen. Wobei ich muss sagen, für mich ist es auch immer wieder, wenn ich das mit einem so unglaublichen zeitlichen Abstand sehe, dann komme ich nicht nur ans Schmunzeln, da kommen mir natürlich auch wieder Gedanken, Erinnerungen, sondern ich merke auch, wie sehr sich die Sehgewohnheiten verändert haben. Also nicht nur meine, eure, alle Sehgewohnheiten. Heutzutage hat man doch gar nicht mehr die Geduld, da so langsam reinzuhören, langsam hinzuschauen. Heute geht das doch immer zack, zack, zack getaktet. Das ist eine Reizüberflutung. Wir hatten damals die Möglichkeit, Gott sei Dank auch Redaktionen, die das mitspielten und Sendereien, die das zuließen, dass wir so einen gewissen Erzählfluss da drin hatten. Ja, man konnte auch wirklich mal, ohne die Stellen auch noch zu übertexten, wirklich mal 1 Minute, 2 Minuten einfach nur hinschauen, zuhören, stellvertretend für diejenigen, die zu Hause auf ihrem Sofa sitzen und das anschauen, ihnen das Gefühl geben, sie sind dabei. Also wenn sie es auch nicht riechen können, die Gerüche in Hongkong sind manchmal durchaus, wie sagt man, gewöhnungsbedürftig, kann man auch durchaus darauf verzichten, aber dass sie einfach den Eindruck haben, ich bin dabei. So, ich hoffe, ihr seid jetzt mal dabei. Trotz aller Routine, so manches Mal fühlt sich selbst Balke, der alte Hase, recht unbehaglich bei diesem Spiel. Sorry, access for these 2 boreholes there in your area, when is that still... Der Herr Manager ist jedes Mal froh, wenn er der kühlen Prüfungsatmosphäre entkommen ist. Mit Papierkram und Winkelzügen hat Balke nichts am Hut. Er ist ein Mann vom Bau und 5 gerade sein zu lassen, gehört für ihn zur alltäglichen Praxis. Anders läuft hier nämlich gar nichts. Die beiden amüsiert es, dass ihr Boss mal wieder eine Extratour reitet. Nichts Ungewöhnliches. Wenn's dem Barke zu wohl wird, geht er ins Wasser.
Als er vor Jahren das Tauchen lernte, war er davon so begeistert, hat Gerd Balke uns erzählt, dass er sich nachts in voller Montur auf den Grund des Swimmingpools legte und in den Nachthimmel starrte. Ganz so verrückt ist er heute nicht mehr. Warum gehen Sie da selber runter? Da haben Sie doch Ihre Leute für. Naja, schon, aber die können einem ja auch alles Mögliche erzählen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und außerdem komme ich immer gern mal vom Schreibtisch weg. Ich habe das jetzt ganz bewusst mal an dieser Stelle angehalten, um euch was zu demonstrieren. Ich meine, natürlich hat jeder, der anfängt mit dem Filmemachen, hat der Vorbilder. In meinem Fall waren das Peter von Zahn, Reporter der Windrose, Georg Stefan Troller, der unvergessen ist für seine wirklich grandiosen Porträts und Geschichten aus Paris und ähnlichem mehr, Peter Schollatour. Aber ich habe im Lauf meines Berufslebens dann auch eine eigene Handschrift entwickelt. Und ganz besonders freute mich, wenn ich irgendwann zwischendurch mal immer mal wieder den Anruf eines Redakteurs bekam, unter Umständen mir gar nicht bekannt, der sagte, ich habe vorgestern Abend in irgendeinem dritten Programm ein Stück gesehen, ich bin da mitten reingekommen und nach 5 Minuten wusste ich, das muss ein Bienfait sein. Aha, ja, lassen Sie uns doch mal drüber reden, vielleicht können wir was zusammen machen und so. So griff dann eins ins andere. Und eine Spezialität bei mir war, neben den Sprachbildern, ich bin ja sowieso so ein Wortakrobat, neben den Sprachbildern waren das überraschende Schnitte. Wenn man von einem Kapitel, wenn ich es jetzt mal von einer Sequenz auf die andere rüberkommen will, das kann man langweilig machen und man kann es so machen, dass der Zuschauer verdattert ist, erstmal wieder aufschreckt, erstmal aufwacht und dann erst sich ihm ein paar Sekunden später die möglichen Zusammenhänge erschließen. Also hier war das die Stelle, als Balke dann ins Hafenbecken taucht mit seiner Taucherausrüstung. Nun hätte man natürlich erwarten können, es gibt eine Unterwasseraufnahme. Viel, viel zu aufwendig. Also dafür brauchen wir natürlich Kameraleute, die des Tauchens mächtig sind und ausgebildet dafür. Dazu brauchen wir spezielles Equipment. Ist in einem solchen Budget überhaupt nicht drin. Hätte ich vielleicht sogar auch langweilig gefunden. Denn wer weiß, was wir da unten sehen. Möglicherweise sehen wir gar nichts, weil das Brackwasser da in Hongkong viel zu trüb ist. Aber dieser überraschende Schnitt, also er springt ins Wasser, man erwartet natürlich danach eine Geschichte, die mit Wasser zu tun hat und dann dieses seltsame Tier in dem Wasserbassin in irgendeinem Hongkong Market. Ja, und an sowas habe ich mich damals, weiß ich noch, am Schneidetisch einfach mindestens mal eine Viertelstunde erfreut und mir auch abends noch auf die Schenkel gehauen, weil ich so glücklich war über diese Idee, die sich da ergeben hatte und dass wir das Material hatten, um so in die nächste Sequenz zu kommen. Die zeige ich euch jetzt. Hongkong-Chinesen lieben Fisch und Meeresfrüchte aller Art. Nur frisch müssen sie sein. Am besten noch leben, bis sie auf den Herd kommen. Hi. Auf einem Seafood Market, wie diesem hier in Li Hyun Mun, kann man sich die Ware selbst zusammenkaufen und sie dann in einem der Restaurants ringsum zubereiten lassen. I don't know. Yeah. I didn't know they did. Oh yeah, they do. Yeah. For some reason they do. That's why. French come in Hong Kong. Heute Abend feiert Gerd Balke mit seiner Mannschaft und mit allen Subunternehmern die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts, so eine Art Richtfest. Das Essen ist gut, die Stimmung auch, aber das liegt vor allem am Cognac, einem wichtigen Statussymbol in Hongkong. Auf den Markennamen kommt es an und je teurer, desto besser. Wer hat, der hat. Und wer nicht hat, der muss wenigstens so tun, als ob. No, that's a Chinese stuff. Brandy, Hennessy, XOs on a dinner like this, like Chinese tea. You know, I want Eigentlich ist sowas hier reine Männersache. Doch den Gastgeber Barke schert das nicht. Er hat Julia mitgebracht, seine Sekretärin. Just say in German. Cheers. Cheers. Prost. Prost. Prost.
Applaus! Balke, das war nicht nur ein Arbeitstier, das war auch ein Genussmensch. Und wir sind 2-3 Mal um die Häuser gezogen. An einmal habe ich eine wirklich üble, wüste Erinnerung. Wie erwähnt, also Hongkong war noch britisch und es gab eine ganze Reihe richtig typischer Pubs. So, wir da eingekehrt nach dem Drehtag und war gute Stimmung, ja. Whisky, einen nach dem anderen. Die hatten da eine ganz beeindruckende Auswahl von verschiedenen Whisky-Sorten, will jetzt nicht übertreiben, aber über 100 waren es ganz bestimmt. Wir sitzen an der Bar und ich sage, davon bitte noch einen, die Flasche sieht so schön aus und davon einen und was ist hier mit der irischen Variante und so weiter. Hab natürlich nicht gezählt, wie viel es waren, bin auch noch ins Bett gekommen. Aber, der nächste Tag, um Himmels Willen. Ich bin 3-mal betrunken gewesen in meinem Leben. Einmal während der Schulzeit, da waren wir irgendwie Handballmeister geworden und haben dann Stiefel getrunken, Bier aus diesen großen Dingern da. Das zweite Mal bei meinem Abschied aus München nach dem Volontariat, das habe ich gefeiert in einer Journalistenkneipe und ich hatte mir geschworen, jeder, der reinkam, wird von mir zu einem Schnaps eingeladen werden. Kamen aber nur Menschen rein, die ich kannte. Nein, jeder, der reinkam, den ich kannte, so, das war der Gag dabei, kamen nur Menschen rein, die ich kannte, also immer einen Obstler. Tödlich. Bis heute kann ich diesen Geruch alleine nicht mehr ertragen von Schnapsbränden, die aus Obst gemacht sind. So, und das dritte Mal, jetzt weiß ich ja, dass es 1990 war, in Hongkong. Abends noch ins Bett gekommen. Am nächsten Morgen auch noch raus. Wir hatten einen Dreh vor im Hafen auf einer Barge. Barge sind diese Plattformen ohne Antrieb, die von Schleppern gezogen werden. Und mir war so sterbensübel. Ja, ich hatte mich mehrfach schon übergeben ins Hafenbecken, habe die Fische gefüttert. Und sterben ist auch der richtige Übergang, ist das richtige Stichwort. Denn ich wollte eigentlich nur noch sterben. Und wenn mich der Kameramann Jürgen Dombrowski, sehr, sehr netter, bodenständiger, kräftiger Berliner, den ich heute noch gelegentlich auf den Abspenden sehe, also der muss deutlich jünger sein als ich, und Guido Krajewski für den Ton, mit dem ich heute noch befreundet bin. Die beiden hielten mich geradezu fest und sagten, oh, du überstehst das schon und noch 2 Stunden und dann kannst du dich wieder hinlegen und so weiter. Grauenvolle Erfahrung und ich schwör's, so sagen doch die Jugendlichen heute, ich schwör's, es wird kein 4. Mal geben, dass ich betrunken sein werde. Gut, so, was muss ich an dieser Stelle noch erzählen? Das Beste ist doch einfach, wir nehmen noch mal einen Ausschnitt. Ich nehme euch mit nach Hongkong 1990 zu Gerd Balke. Heute ist ein besonderer Tag. RTHK Radio hat Gerd Balke ins Studio gebeten zu einem Gespräch über sein Hongkong-Buch. Gastgeber Anthony Lawrence ist der große alte Mann der BBC in Fernost. Von ihm interviewt zu werden, das gilt schon was. To increase their political awareness. But you got them all to cooperate so well. Do you think it was an advantage that you came in as an outsider? Mr. Lawrence will wissen, ob es denn bei seinen Recherchen als Vorteil empfunden habe, ein Ausländer zu sein. Yes, it might have been an advantage being a non-Brit, specifically with approaching. Ja, antwortet Balke. Zumindest sei es ihm vorteilhaft erschienen, kein Brite zu sein. Damit habe er es bei offiziellen Stellen leichter gehabt. As if I would have been if I was English. So when's a new edition coming out? Well, there's a lot of work to be done on a book like this, so. Schließlich besorgt Gerd Balke das Schreiben nur nebenberuflich. Leben kann er davon nicht. Ein paar Jahre wird er wohl noch der Mann vom Bau bleiben. Arbeit gibt es da reichlich. Ein neues Angebot hat er schon. Und der Traum von einer Zukunft als Schriftsteller muss noch reifen, ehe er eines Tages Wirklichkeit werden kann. Von seinem Ausflug in die Scheinwelt der Medien zurückgekehrt, warten auf dem Manager Balke schon wieder handfeste Probleme. Er streitet mit einem Subunternehmer, dessen Männer mit der Unterwassermauer in Verzug sind, der aber trotzdem seine zweite Rate schon kassieren will. Was haben Sie ihm da jetzt an den Kopf geschmissen?
Ja, ich habe ihm gesagt, wenn er in einem Monat damit nicht fertig ist, würde ich ihm den Arsch aufreißen. Man muss auf der Baustelle aber ein bisschen harter. Er muss schon merken, dass ich es ernst meine. Natürlich ist da ein bisschen Schau ist da halt auch dabei. Man muss wissen, wie man mit den Leuten umgeht. Pass mal auf, wir gehen hier. Doch eines weiß auch Gerd Balke natürlich ganz genau. Dass nicht nur diese Leute von ihm abhängig sind, sondern umgekehrt auch eher von ihnen. Ich sag, hab immer Dispute mit meinen Leuten im Headquarter, da die Pencil Pusher, wie sagt man, die Erbsenzähler. Die meinen, dadurch ein bisschen Geld zu machen, wenn sie den Jungs hier ihren Check nicht zukommen lassen. Das geht natürlich nicht. Das sind ja unsere Soldaten. Die wollen wir ja nicht kaputt machen. Die sollen ja für uns kämpfen. Und so muss man halt sehen, muss man seine Grenzen kennen. Also leben und leben lassen. Ja? Leben und leben lassen. Das ist ein wichtiges. Genau genommen ist es in diesen elenden Zeiten das zentrale Motto. Wenn ich mir überlege, wie viele Menschen so einfach aufeinander losgehen. Der wird ja häufig so genannt, der gesellschaftliche Diskurs, der Zivilisierte, ist verloren gegangen. Also leben und leben lassen. Daran sollten wir uns alle halten. Mache ich jetzt auch. Falls jemand diesen Film, diesen und andere, mal komplett sehen will, das geht natürlich auch. Wir haben die, nicht alle, aber die allermeisten sind schon hochgeladen auf YouTube. Der Kanal heißt Sola Vista. Sola Vista ist die Fernsehproduktion, die ich da hatte und habe. Und da könnt ihr euch das alles komplett anschauen. 45 Minuten in diesem Fall, in manch anderen Fällen sind es 30, 45 oder 60. Zu Gerd Balke ist der Kontakt abgerissen, leider, wie so häufig zu solchen Protagonisten, denen man nahe gekommen ist in der Vorbereitung, bei der Recherche, dann aber auch ganz besonders bei den Dreharbeiten. Und das bedauere ich natürlich. In diesem Fall, Gerd, falls du das sehen solltest, oder ich glaube, wir haben uns gesiezt, Herr Balke, falls Sie das sehen sollten, bitte, bitte melden. Ich möchte unbedingt noch mal wieder mit Ihnen einen Whisky trinken gehen, aber nur einen, ganz versprochen, also viertes Mal betrunken wird es nicht geben. So, Schlusswort. Nochmal eine Erinnerung. Thekenalarmtage in Uftrung. 15. bis 17. September. Nur noch wenige Tage. Meldet euch an. Ich erwarte euch. Ich warte auf euch. Wir brauchen euch. Wir brauchen Bürger, die von Wut zu Mut wechseln. Also Wutbürger, die zu Mutbürgern werden. Und dann können wir auch was reißen. Meinerseits verspreche ich ein Wiedersehen am nächsten Sonntag. Nee, kann sein, dass der sogar ausfällt, denn da werden ja die Thekenalarmtage erst zu Ende gehen. Möglicherweise schaffe ich das gar nicht mit einem neuen Stück. Also dann gebt mir eine Woche Pause. In 2 Wochen dann wieder eine neue Story von mir. Und bis dahin, Servus.